Heute ist der 9. Oktober. Wir sind hier in der Nähe von Spelle mit der Firma Krone auf einem Acker. Und wir versuchen heute die Unterschiede herauszuarbeiten zwischen verschiedenen Cracker-Varianten für den Big X 780. Denn neben der Schnittlänge ist die Kornaufbereitung zentrales Thema bei der Häckselarbeit. Dazu haben wir eine etwa 15 Hektar große Fläche in Testbahnen aufgeteilt. Der Mais wurde beregnet und stand homogen auf dem Acker mit einem Ertrag von etwa 55 Tonnen pro Hektar. Daniel Büter erläutert weitere Versuchsdetails. Mein Name ist Daniel Büter. Ich bin bei Krone im Bereich Produktmarketing tätig und wir sind heute hier mit der Zeitschrift Profi zusammengekommen, um beim Feldhäcksler Big X 780 den Dieselverbrauch und den Durchsatz zu messen bei unterschiedlichen Schnittlängen. Den Dieselverbrauch haben wir mit diesen Messsäulen erfasst. Nach dem Auffüllen einer definierten Menge haben wir unterschiedliche Häcksellängen gefahren und den Verbrauch für eine definierte Häckselzeit gemessen. Die erste Fragestellung, die wir heute beantworten wollen, ist, wie verhält sich die Maschine im Dieselverbrauch und in der Durchsatzleistung bei unterschiedlichen Schnittlängen? Hierzu werden wir 6, 12 und 24 mm fahren mit einer 36er Messertrommel und dem Krone Varilok, dem Schnittlängengetriebe, womit wir ganz flexibel zwischen diesen 6 und 24 mm hin und her schalten können. Das erste Zwischenfazit. Mit steigenden Schnittlängen steigt auch die Durchsatzleistung des Häckslers an. Nachdem die Proben gezogen worden sind, werden wir die Proben in der Schüttelprobe unterziehen, die Fragmente entsprechend untersuchen. Diese Schüttelproben dienen der Überprüfung der Häckselqualität. Bei diesen unterschiedlichen Schnittlängen werden wir auch schauen, welchen Einfluss es hat, einen großen Optimax 305 mit 305 mm Walzendurchmesser Cracker einzusetzen oder einen Standard mit 250 mm Walzendurchmesser, den 250er Optimax. Beide Cracker-Varianten haben wir mit einem Walzenabstand von 1 mm eingesetzt. Der Wechsel dauerte ca. 30 Minuten. Zudem werden wir in einem Labor die Proben hinsichtlich der CSPS-Werte analysieren und danach Zusammenhänge bzw. Auswirkungen herausarbeiten zwischen den verschiedenen Schnittlängen und der Kornaufbereitung. Alle Zusammenhänge und die genauen Ergebnisse unseres Versuchs lest ihr in der aktuellen Profi-Ausgabe 4/2020.